Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Die liebe Cindy hat mich angeschrieben vom Kanal Rosa87Lee und gefragt, ob wir nicht ein Tauschpaket machen wollen. Da habe ich natürlich nicht Nein gesagt und ja, was passt besser als ein Tauschpaket zur Winterzeit, weil draußen wird es kalt, es scheint zwar gerade die Sonne, aber bei uns ist es richtig, richtig stürmisch und draußen ist richtig schlechtes Wetter, Regen, Sonne, Sturm. Überhaupt keinen Tag zum Rausgehen und da passen doch Produkte für den Winter optimal jetzt in diese Jahreszeit und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir ein Tauschpaket mit dem Thema Winter und jeder hat jetzt im Produkt den Wert von 30 Euro ausgesucht, die zu diesem Thema passen und die dem anderen gefallen könnten und die man sich halt im Winter auf jeden Fall wünscht und ja, ich würde sagen, hier habe ich das Paket. Wir schauen jetzt gleich mal rein, weil ich bin echt schon mega gespannt, was hier alles drin ist und freue mich schon tierisch aufs Auspacken. Und ich hoffe auch, dass der lieben Cindy mein Paket auch so gut gefällt, was ich für sie zusammengestellt habe. Wenn ihr wissen möchtet, was ich ihr geschickt habe, dann schaut doch gleich im Anschluss nach diesem Video bei ihrem Kanal vorbei. Ich verlinke euch das alles unten in die Infobox. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal rein und wie gesagt, ich bin schon mega gespannt drauf. So, wenn ich das Ganze aufmache, dann sieht das Ganze hier so aus. Hier sind Faultiertaschentücher drin, wahrscheinlich einfach aus Füllmaterial. Auch ich habe das in die Faultiertaschentücher reingetan. Ja, also das ist schon mal auf jeden Fall etwas, was wir gemeinsam verschenkt haben. Und ja, hier ist Tee drin und jetzt fällt mir auf, ich habe die Tees vergessen. Und hier ist auch der türkische Apfel drin und den liebe ich. Also der ist richtig, richtig lecker. Und das ist hier halt echt in so einem schönen Säckchen drin. Und hier haben wir einmal drin ein Zink-Holunder-Tee. Das bekommt ihr in der Apotheke. Das denke ich mal ist einfach so Vitamin C und Zink ist hier halt viel drin. Das passt natürlich optimal in die Winterzeit, weil Winterzeit ist ja auch leider Erkältungszeit. Dann von Shoti Ma, das kenne ich überhaupt nicht. Classic Chai with Black Tea Harmony nennt sich der. Sieht so aus. Dann haben wir ein Schätze des Orients Tee, indischer Chai, Hint Chai, schwarzer Tee und mit Gewürzen und Vanillearome. Oh, der riecht gut. Ja, der riecht richtig, richtig lecker. Dann von Mesmer, entspannende Momente Harmonie, Früchtekräutertee mit Holunderblüten und Eukalyptus. Also hier riecht man jetzt leider nichts durch, aber da bin ich ja mal mega gespannt drauf. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Tee mit Eukalyptus getrunken, kenne ich so gar nicht. Dann der persische Apfel, das ist natürlich auch einer meiner Lieblinge, also den liebe ich. Dann der Hüttenzauber, den kennen wir auch alle, glaube ich, der kommt hier. Ups. Der kommt jedes Jahr von Teekanne raus. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Riecht einfach richtig lecker. Dann, wie schon vorhin gesagt, dieser türkische Apfel. Den habe ich auch sehr, sehr gerne. Der ist halt richtig schön fruchtig, lecker. Oh, einfach toll. Und dann haben wir von Müllers Teestube. Von Müller. Also ich glaube... Oh, der riecht gut, ja. Das Bratapfel. Limited Edition. Es sieht so aus. Ich habe ehrlich gesagt von Müller, von der Eigenmarke, noch nie einen Tee getrunken. Also ist für mich ganz neu. Also da bin ich auch mal gespannt drauf, wie der so schmeckt. So, dann haben wir hier diese drei Pakete. Also die Cindy hat hier auch alles schön beschriftet. Ich habe nicht ganz so viel beschriftet, muss ich zugeben. Also hier haben wir das erste Paket. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Falls es dir beim Glühwein zu warm wird und ich denke, hier könnte ein Deo drin sein. Und ich finde das Papier auch richtig, richtig schön. Also es ist von Nivea, das Winter Moment Deo. Das gab es, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal. Das fand ich richtig gut. Und es riecht auch so gut.
Also da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drüber. Dann haben wir ein Päckchen Schluss mit trockener Winterhaut. Und da ist mit Sicherheit irgendeine Bodybutter drin. Ja. Oh, das ist... da habe ich ja auch das Duschgel von. Und zwar von Alverde, die Körperbutter Klostergarten, Melisse und Apfelminze. Und ich finde ja das Duschgel schon so unheimlich gut. Ah, das ist ja auch noch zu. Das lasse ich jetzt auch mal zu, denn ich habe noch einiges an Körperpflege in Verwendung und da würde ich das jetzt ja einfach mal zulassen, aber auch darüber freue ich mich sehr. Dann haben wir hier ein Paket, da steht drauf, das war einfach zu süß und der Duft yummy. Also, es könnte ein Duschgel sein oder eine Bodylotion. Oh, okay. Das ist von Cardia Vera, 2-in-1 Micellenreinigungsgel und Augen-Make-up-Entferner, Honigmelonenextrakt, normale und trockene Haut für wasserlösliches Make-up. Strahlende und natürlich schöne Haut. Und das muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie bei Müller gesehen. Und es ist auch eine Limited Edition mit einem Einhorn drauf. Das schaut wirklich zuckersüß aus, also richtig, richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Und es hat wirklich so einen leicht süßlichen Duft. Also riecht richtig gut. Also da bin ich ja auch mal sehr gespannt drauf, wie das Waschgel so ist. So, auch an die Haare muss man im Winter denken. Das sieht so aus. Und von der Verpackung her, von der Größe her, könnte ich mir vorstellen, dass es das Balea Shampoo ist, was es momentan in dieser Winter Edition gibt. Aber wir schauen auf jeden Fall gleich mal rein. Ja. Genau. Winter Protect Shampoo. Ich habe es gewusst. Also ich habe es auch schon daheim und ich finde es auch richtig, richtig gut. Und schaut auf jeden Fall bei der Cindy vorbei. Ich habe das gleiche reingesteckt. Ja, das passt natürlich optimal zum Winter, ne? Und ich finde auch das Design von Balea halt richtig schön. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen mit diesen Schneeflocken hier oben. Also ich finde es richtig, richtig schön und ja, da freue ich mich drüber. Danke dir! So, Stimmung muss sein, steht hier auf dem nächsten Paket drauf. Und das könnte von der Form her ein Tarte von der Yankee Candle sein. Ja. Oh, Black Cherry. Oh, ich liebe diesen Duft. Oh, der ist so richtig lecker. Oh, ja. Das ist genau meins, also den liebe ich. Finde ich richtig, richtig toll. Auch hierfür vielen, vielen Dank. Oh, der riecht so unglaublich gut. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann hat sie hier drauf geschrieben, Goody, vielleicht sind es deine Farben. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was hier drin ist. Das ist von Cabrow. Ich glaube, das ist dieses, wie nennt sich das? Mir fällt der Name nicht ein. Auf jeden Fall sind es hier so zwei Farben. Ich denke, für die Augenbrauen. Genau, also die schauen auch von der Farbe her sehr, sehr hell aus. Also ich glaube, die könnten mir sogar passen. Also die probiere ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne aus. Vielen lieben Dank dafür. Dann schreibt sie hier drauf, gönn dir. Und ich glaube, da ist mit Sicherheit irgendwas Süßes drin. Ja. Ach Gott, sind die süß. Und zwar ist das von Hello Kitty. Solche, ja, Schokolade am Stiel. Schaut richtig süß aus. Ja. Da freue ich mich drüber. Doch, gefällt mir gut. So,
So, dann schreibt sie hier drauf noch mehr zum Baden. Und ich finde, das Papier ist auch so. Also das ist richtig schön. Es hat auch so eine Struktur, das mit dem Glitzer drauf. Also das sieht richtig, richtig schön aus, das Papier. Gefällt mir echt gut. So, und raus kommt eine Badebombe. Und zwar von Müller. Das Red Berry Spa Pleasure mit Granatapfel und Cranberry. Also man riecht jetzt hier wenig durch, aber es riecht fruchtig. Und also es sieht halt auch vom Packaging her sehr süß aus. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das in der Badewanne aufzulösen. Schaut halt auch echt mega niedlich aus, ne? Ja. Dann schreibt sie hier drauf, für den perfekten Wellness-Tag, der Duft ist für dich bestimmt das Richtige. Könnte eine Maske sein. Ja. Das ist die Barfußmaske von Müller, von der Eigenmarke. Und zwar Fußmaske für die Nacht, Fresh Melon. Also duften tut es mega gut. Das mag ich echt gerne. Ich habe das ja auch schon verwendet. Also finde ich auch an sich ganz gut. Von der Pflegewirkung hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber ansonsten für einen Wellness-Tag und für den Duft einfach ist das richtig, richtig gut. Und dann haben wir hier noch eine L'Oreal-Tonerde-Maske Absolut. Und zwar die schwarze. Bei der muss ich sagen, die habe ich noch nie gehabt. Also ich habe die rote jetzt schon gehabt. Dann das andere ist diese grüne, glaube ich. Aber die schwarze habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht gehabt. Und ja, werde ich gerne mal ausprobieren. Gott, das ist so viel, das hört gar nicht auf. Gegen fiese Heizungsluft hat sie hier drauf geschrieben. Kann ich mir auch überhaupt nichts drunter vorstellen. Okay, es ist eine Lippenpflege und zwar von Burt's Bees, das Pomegranate, also Granatapfel und das ist ja, der sieht so aus und die Burt's Bees Lippenprodukte sind einfach echt mega gut. Okay, das ist halt hier auch noch zu. Ich lasse den auch erstmal zu, weil ich habe momentan sehr viele Lippenprodukte in Verwendung. Und der hält sich ja so auch noch eine Weile. Und deswegen, der kommt erstmal auf die Seite. Aber da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, weil die sind wirklich echt klasse. Also kann ich jedem mit trockenen Lippen auch wirklich empfehlen, weil die wirklich richtig, richtig gut sind. So, dann hat sie hier drauf geschrieben, vielleicht ist das was für dich. Überhaupt keine Ahnung, was drin ist. Okay, das ist von Essence, ein SOS Power Repair Nail Polish for Intense Recovery. Und hier steht drauf, dieser regenerierende Nagellack verbessert sichtbar die Nagelstruktur in kürzester Zeit. Die Formulierung mit dem Triple Pflegekomplex aus Arganöl, Avocadoöl und Macadamiaöl fördert die Wiederherstellung einer gesunden aussehenden Nageloberfläche. Und werde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne ausprobieren, weil meine Nägel momentan wirklich verrückt spielen. Also es ist nicht mehr feierlich. Okay, ist es ein Nagellack oder ist es jetzt nur eine Pflege? Also doch, ist ein Nagellack. Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein Nagellack und der hat Pflegekomplexe drin. Und ja, wie gesagt, werde ich sehr, sehr gerne ausprobieren, ob es meinen Nägeln hilft oder nicht. Und werde euch dann berichten. Dann Winterzeit ist Badezeit. Okay, das ist auch nochmal was zum Baden auf jeden Fall. Mein absoluter
absolutes Lieblingsbadeprodukt, und zwar das Lebkuchenmännchen von Dresden Essenz. Das Sprudelbad Wärme und Festlichkeit. Oh, das riecht so gut. Ja, das sieht so aus. Und es passt einfach perfekt in die Badezeit. Und ja, es ist zwar kein Schaumbad, aber es ist halt einfach für den Duft und für den Wohlfühlfaktor, ist es einfach richtig, richtig gut. Dann hat sie hier ein Paketchen und da steht drauf, pflegt sehr, sehr gut. Und da schauen wir auch gleich mal rein. So. Das ist von Weleda ein Produkt und zwar auch ein richtig, richtig gutes Produkt. Und zwar von Weleda, das Mandel-Sensitive Pflegedusche, reinigt sanft und pflegt zart. Und das sieht so aus. Ich hoffe, ihr das gut erkennen könnt. Also es passt natürlich auch heute perfekt zu meinem Pulli. Und ja, das ist die Mandelserie und die ist ja wirklich für sensible Haut und pflegt sehr, sehr gut die Haut und ist halt auch richtig angenehm vom Duft her, richtig schön zart. Also wer so richtig zarte Düfte mag und gut pflegende Düfte und Naturkosmetik mag, dem kann ich das hier echt sehr, sehr gut empfehlen. Bin ich auf jeden Fall begeistert von und ich mag solche Produkte sehr, sehr gerne und ich danke dir dafür, dass du mir das hier mit ins Paket reingelegt hast. Dann Pflege, Pflege, Pflege. Da könnte ich mir vorstellen, ist mit Sicherheit eine Handcreme drin. Oh. Also jetzt muss ich schon mal sagen, ne? Das sind doch mehr als 30 Euro. Oder? Weil allein diese Handcreme hier von der lieben Suella ist mit Sicherheit nicht ganz günstig gewesen. Ich freue mich mega drüber, weil ich liebe Suella-Produkte. Moisturizing Handcreme, feuchtigkeitsspendende Handcreme. Und ich stand letztens davor und habe mir ernsthaft überlegt, das zu kaufen. Und habe es nicht getan und jetzt ist es hier in dem Paket drin und ich freue mich gerade echt mega drüber. Ich jetzt gleich mal aus. Das ist so ein richtig, richtig leckerer Duft. Also richtig süß. Also man muss dazu sagen, die Suella-Düfte sind echt was für Süßduftliebhaber und das riecht so lecker und es verteilt sich so richtig schön auf der Haut. Oh, das riecht so gut. Ich freue mich gerade echt mega drüber und es zieht auch echt schnell ein und man hat so richtig das Gefühl von gepflegten Wohlfühlhänden einfach. Also vielen, vielen lieben Dank dafür, liebe Cindy. Also echt mega, mega. Aber wie gesagt, das sind mehr als 30 Euro, glaube ich. Ich glaube, ich muss da echt nochmal was hinterher schicken, weil es sind noch zwei Produkte hier drin. Hier haben wir noch ein Produkt drin und da steht dabei, falls es mal im Hals kratzt. Also, es sind Einhornbonbons mit Fruchtgeschmack und es sieht so aus. Ja. Es sind Einhornbonbons. Voll süß. Gibt es bei Müller. Das ist anscheinend eine Müller-Eigenmarke. Also ich muss echt, glaube ich, mal bei dem Süßigkeitenregal vorbeischauen bei Müller, oder? Scheint anscheinend ein paar mehr Produkte für Einhorn-Fans zu geben. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und zwar steht hier drauf, was wäre die Winter-Weihnachtszeit ohne Adventskalender? Und ich glaube, ich weiß, welches Produkt sich hier drinne versteckt. Und ja, schaut unbedingt auf dem Kanal von der lieben Cindy vorbei, was ich ihr geschickt habe.
Und zwar ist es der Adventskalender-Tee von DM Bio. Und ich habe ihn zwar jetzt zweimal, aber das schadet überhaupt nicht, weil ich finde Tee echt klasse. Und ich glaube, ich werde mir einen hier daheim hinstellen und einen in der Arbeit. Da kann man sich jeden Tag immer so ein Tütchen rausnehmen. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Also bin ich sehr begeistert von. Ja, das waren jetzt alle Päckchen aus dem Paket von der lieben Cindy. Und ich bin mega begeistert von diesem Paket und freue mich gerade tierisch über die Produkte. Gerade über diese Handcreme freue ich mich echt mega. Der Duft ist so unglaublich lecker. Ich mag diese Produkte von der Suella so, so gerne. Und auch über dieses Produkt freue ich mich mega, weil ich kann im Winter davon nie genug kriegen und ich mag das echt sehr, sehr gerne. Und allgemein, ich finde alles toll. Also alles, was sie mir geschickt hat, trifft genau meinen Geschmack und vor allen Dingen ist auch gut zu gebrauchen. Ne? Gerade solche Produkte wie Shampoo jetzt für den Winter, dass halt die Kopfhaut und die Haare nicht so austrocknen oder auch für den Körper. Das ist halt eine sehr, sehr milde Dusche, was ich halt echt sehr, sehr gern mag. Und gerade auch dieses Tarte, oh Leute, das riecht so gut. Also die gibt es ja auch mittlerweile bei Müller, die Yankee Candles, und riecht da unbedingt mal dran. Das ist ein Traum und wenn die in der Duftlampe sind, ist es noch viel, viel besser. Also richtig, richtig gut. Oh, ich liebe diese Düfte. Ja, wie gesagt, schaut unbedingt bei der lieben Cindy vorbei. Ich freue mich sehr über mein Paket und ich hoffe, liebe Cindy, du freust dich auch über das Paket, was ich dir geschickt habe. Und ja, ihr Lieben, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Für alle anderen bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss!